der Werkzeugkoffer TB-98052 der Firma Super B in einer kleinen Review vorgestellt. Vertrieben wird in Deutschland von der Messingschlager GmbH unter der Bezeichnung semi-professioneller Werkzeugkoffer. Der Preis liegt regulär bei 169,90 Euro. Der Werkzeugkoffer aus Plastik hat eine längliche Form bei einer Länge von etwa 33 cm sowie einer Höhe und Tiefe von jeweils rund 13 cm. Die Werkzeuge liegen los im Koffer, sind allerdings bei Ankunft in Plastikfolie eingepackt und damit relativ gut geschützt. Im Koffer befindet sich ein 15er Pedalschlüssel mit eher kurzem Hebel, aber angenehm gummierten Griff. Auch eine Zange zum Lösen und Schließen eines Kettenschlosses liegt bei. Für moderne Räder mit außenliegenden Lagern gibt es einen Drehlagerschlüssel mit Kurbelkappenwerkzeug für Shimano. Auch einen Kassetten- bzw. Zahnkranzabzieher für Shimano-Ritzelplakete mit integriertem Führungsstift liegt dem Koffer bei. Die häufig am Fahrrad verbauten Insechskantschrauben, auch bekannt als Inbus, lassen sich mit diesem Schlüsselsatz öffnen und lösen. Auch ältere bzw. niedrigpreisige Drehlagersysteme vergisst Super B nicht und legt einen Kurbelabzieher für Vierkant- und Isis-Kurbeln bei. Sowie ein Patronenlagerwerkzeug, welches auch Octalink und Powerdrive Drehlager abdeckt. Das Gegenstück zum Kassettenabnehmer hat Super B ebenfalls beigefügt, die Kettenpeitsche. Wer sein Ritzelpaket lieber am Rad angebracht säubert, der kann auf den Ritzelreiniger zurückgreifen. Er entfernt Schmutz in den hintersten Ecken und lässt sich praktisch zusammenfallen. Konusschlüssel mit 13, 14, 15 und 17 mm finden sich auch im Werkzeugkasten wieder. Wer seine Kette selbst wechselt, freut sich über die beigelegte Kettenverschleißlehre mit nützlicher Kurzanleitung auf der Rückseite. Sowohl Alu- als Stahlritzel werden dabei berücksichtigt. Reifen- oder Schlauchwechsel sind dann der drei beigelegten Reifenheber ebenfalls möglich. Praktisch dabei die Vorrichtung für die Anbringung an den Speichen. Will man Geld sparen und den Schlauch lieber flicken anstatt tauschen, so kommt das Flickset mit mehreren Flicken sowie Schmirgelpapier zum Tragen. Vulkanisiermittel gibt es leider nicht dazu. Auch das Kürzen von Zügen und Hüllen ist mit dem Super-B-Werkzeugkoffer sauber möglich. Die Kabelzange kann darüber hinaus auch die Endkappen, etwa von Schaltung oder Bremszug, quetschen. Dank dem Kettenhebel des Werkzeugsets können zum Kettentausch Kettenbolzen entfernt und Kettenliedstifte wieder eingebracht werden. Ein Steuersatzschlüssel mit 32 sowie 36 mm ermöglicht an älteren Rädern mit konventionellem Schaftlemmvorbau die Einstellung des Lagerspiels. Zu kurz kommt auch nicht der Laufrad, welches sich mit dem universellen Speichenschlüssel nachzentrieren lässt.